So, willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Und ich bin hier immer noch munter am durch die Gegend spazieren. Ja, ich suche eigentlich hier immer noch eine Schmiede. Kann mir jemand sagen, wo hier eine Schmiede zu finden ist? Was haben wir denn hier? Achso, Nordtor. Es ist ziemlich neblig, wie ich gerade sehen darf. Na gut, wie dem auch sei. Achso, ja genau, das sind die Gilden hier, Kämpfergilde. Sind die toll? Ich gehe da einfach mal rein. Guck mal, was es da so Wundervolles gibt. Ja, wie ich schon, glaube ich, mal gesagt habe, ich spiele das Spiel ziemlich blind. Und... Oh nein, 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 nein! Laber mich bitte nicht zu. Na gut. Oh nein, sie laufen. Sie kommen schon wieder. Nein, lass mich in Ruhe. Nein, der nächste. Och nein. Hi. Kommt zu mir angelaufen, quasseln mich zu. So, wer bist du denn? Oh, ein bisschen Gefahr schüchtert euch nicht ein, oder? Euch würde die Kämpfergilde sicher gefallen. Ja. So, die Kämpfergilde. Wenn ihr Mitglied werden möchtet, solltet ihr in Koroll mit Velena Danton, in Anvil mit Asan oder in Chardin-Hall mit Wurz Grokash sprechen. Gesundheit. Wenn ja, ihr ich möchte der Kämpfergilde beitreten. Solltet ihr mit Velena Danton in Koroll, Asan in... Ja, danke. So, gehen wir hier mal raus. Ja, auf Wiedersehen. Guten Abend. Du. Ja, schönen guten Tag, du Halborg-Viech, du. Wer bist du denn? Du... Achso, niemand Interessantes. Was haben wir denn hier oben? Ah ja, hi. Die, Velena Danton, komm mal her. Wie kann ich euch helfen? Hat die gerade Hi gesagt? Daran, zur Kämpfergilde zu gehören? Ja, doch, ja, ja, doch. Die Kämpfergilde kann immer neue Mitglieder gebrauchen. Wenn ihr keine dunkle Vergangenheit habt und kein Kopfgeld auf euch ausgesetzt ist, könntet ihr für uns von Nutzen sein. Möchtet ihr beitreten? Das ist so schön. Oh ja. Hervorragend. Tragt mich ein. Ihr seid nun ein Mitglied der Kämpfergilde. Meldet euch wegen Aufträgen bei Asan in Anvil oder Wurz Grokash in Chardin-Hall. Ja, wie denn jetzt? Ich will, Beweist euren Wert und ihr werdet in der Immer wenn ihr Aufträge erfolgreich abschließt und eure Pflichten gut erfüllt, werdet ihr in den nächst höheren Rang erhoben. Denn seid euch jedoch im Klaren darüber, dass ihr auch wieder degradiert werden könnt, wenn ihr gegen die Grundsätze der Gilde verstoßt. Oder auch nach meinem Ermessen. Ja, natürlich. Auf Wiedersehen. Ich hau dich nicht. Oh, darf ich... Ich will das haben. Darf ich das mitnehmen? Ich wette, wenn ich das nehme, dann werde ich als Dieb. Bitte fahrt fort. Habe ich euch gestern nach dem Abschließen den Schlüssel gegeben? Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Hey. Auf Wiedersehen. Na gut. Macht's gut. Na gut, wenn ihr der Meinung seid. Ich will so ein Schwert haben. Aber dann meckern die da drüben wahrscheinlich. Und dann bin ich der Dieb und dann bin ich der Assi und dann hassen sie mich alle und dann ist alles echt voll fail. Ah. Jo, was haben wir denn hier Schönes? Holztür. Oh, cool. Hier kann ich rein. Velena Dantons Haus. Ja, na klar. Die lebt natürlich wie Gott in Frankreich. Nee, das tue ich mir nicht an. Juhu, Akrobatik ist besser geworden. Hat der Nerevarim Morrowind für eine Expedition nach Akavir verlassen. Seither hat So. Was für tolle Gerüchte. Wo ist denn jetzt hier? Ah, da ist der Weg. Ja. Wie ich schon gesagt habe, ich werde mich hier hauptsächlich hüpfend durch die Gegend bewegen. Hopp. 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 So. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer einigermaßen guten Waffe. Für mich. Die ich hier irgendwo kaufen kann, hoffentlich. Ich gehe jetzt hier einfach mal rein, wo dieses Echsenfräulein mich reingeschickt hat. Oder reinschicken wollte, besser gesagt. So, schönen guten Tag. Oh nein, da kommt sie. Da ist sie wieder. Seid gegrüßt, verehrter Gast. Seid gegrüßt. Ist mir ein Vergnügen. So, achso, nee. Schönen Tag. Möchte ich gar nicht mehr wissen. Bei Hallo, Nordwaren Mutter. Bei und Handel gibt es nur die besten Waren zu kaufen und zu tauschen. Ich bin Sidneus, ja. Die Inhaberin. Wie kann ich...
Du bist eindeutig hässlich. Haben wir hier Waffen? Nein, natürlich nicht. Gutes Seidengewand. Wisst ihr was? Kannst mich mal. Auf Wiedersehen. Wenn du mir keine Waffen gibst, dann bist du für mich uninteressant. Also gehen wir hier wieder raus. Gut. Da ist nix. Das ist hier Eiche und Krummstab. Hier gibt es, glaube ich, auch nur Holzzeug. Ich würde ganz gerne endlich mal wissen, wo ich hier... Ich muss ja hier irgendwo auf der Karte oder... Oh, ja. Ah, nee. Ich muss das hier mit Tab machen, nicht mit M. Gut. Sehr detailreich, diese Karte. Achso, doch, die ist recht detailreich. Kapelle, okay. Melittes Haus, das Keller, Haus. Ja, hier drüben war ich ja noch gar nicht. Dann gehe ich hier einfach mal hier rüber da so. Und hoffe, dass ich da mein Waffenkämmerchen finde. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und yeah. Und uff. Und kabam. Und boing. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Da. Okay. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, hier gibt es nichts, was ich irgendwie gebrauchen kann. Dafür wird es jetzt hier immer dunkler. Ich probiere es einfach, indem ich hier nochmal diesen rechts abgelegenen Weg entgegen durch die Gegend laufe, hinter die Kapelle. Ihr seht schon, ich kann weiter, höher und besser springen als sonst. Hopp, hopp, hopp. Aber irgendwie fehlt mir hier der Waffenladen. Aber hier sieht es doch eigentlich ganz gut aus. Oder nicht? Na gut. Dann halt nicht. Na gut, dann werden wir hier mal den Marin besuchen. Vielleicht habe ich ja Glück und der schenkt mir auch noch eine Waffe zum Abschied. Kann ich euch behilflich sein? Nein, du nicht. Gut, ab durch Südtor. Oh, der sieht aber schön aus. Ein Waffenexperte kann Gegenstände über 100% reparieren und damit einen Gebrauchswert, ihren Gebrauchswert erhöhen. So, die Jäger machen sich bereit, diesen Platz zu verlassen. Hopp, hopp. So, jetzt muss ich mal gucken, wo hier... Ah, da muss ich hin. Ich ziehe lieber schon mal meine coole Axt. Für den Fall, dass hier irgendwie gleich was anspaziert kommt. Neues Thema. Reynolds Jament. Was ist das? Neues Thema. So, wir sind in der Wayne Priorei. Und dann wollen wir jetzt hier mal schauen. Das war mit dem... Nein, das war mit dem Martin reden. Um hier ein bisschen in der Story weiterzukommen. Ja, schönen guten Tag. Kann ich euch helfen? Aber in der Tat kannst du. Ich muss mit Joffrey reden. Nur. Oh, das ist aber nett. Warum hast du mich dann aufgehalten? Wenn es dich sowieso nicht interessiert. Bist du Joffrey? Ja. Nein, du bist Bruder Pina oder so. Mal hier lang. Ah, der sieht doch nett aus, ja. Joffrey! Ich bin Bruder Joffrey. Was wünscht ihr? Ich wünsche mir 1 Million Goldtaler. Ich bringe euch das Amulett des Königs. Das ist unmöglich. Niemand außer dem Kaiser darf das Amulett berühren. Zeigt es mir. Bei den Neunen. Genau. Das ist das Amulett der Könige. Wer seid ihr? Wie habt ihr das bekommen? Was wisst ihr über den Tod des Kaisers? Wer seid ihr? Wie habt ihr das bekommen? Was wisst ihr über den Tod des Kaisers? Das hast du mich schon mal gefragt. Ich sag Ihnen so die letzten Worte. So unglaublich eure Geschichte auch klingt, ich glaube euch. Nur das seltsame Schicksal Uriel Septims könnte euch hierher gebracht haben, mit dem Amulett der Könige bei euch.
Ja, ich habe das Amulett der Könige und der Kaiser ist tot. Ich meine, wer ist der Prinz Fürst der Zerstörung? Der Zerstörung, den er nannte, ist niemand anderes als Merunes Dagon, einer der Fürsten in der dämonischen Welt von Oblivion. Zum Glück ist die Welt der Sterblichen durch magische Grenzen von den Daedra von Oblivion getrennt. Na klar, wie kann Oblivion denn dann eine Bedrohung für uns sein? Nur die Kaiser wissen wirklich, was die Krönungsrituale bedeuten. Das Amulett der Könige ist alt, sehr alt. Die heilige Alessia selbst hat es von den Göttern bekommen. Es ist eine heilige Reliquie mit großer Macht. Wenn ein Kaiser gekrönt wird, entzündet er mit dem Amulett die Drachenfeuer im Tempel des einen in der Kaiserstadt. Jetzt, da der Kaiser tot ist und kein Thronerbe gekrönt, werden die Drachenfeuer im Tempel zum ersten Mal seit Jahrhunderten erloschen sein. Vielleicht haben uns die Drachenfeuer vor einer Bedrohung geschützt, von der nur der Kaiser wusste. Ja, aber der Kaiser hat doch einen Sohn. Ich gehöre zu den wenigen, die um seine Existenz wissen. Vor vielen Jahren war ich Hauptmann von Uriels Leibwache, den Klingen. Eines Nachts rief Uriel mich in seine Privatgemächer. Ein Säugling, ein kleiner Junge, lag schlafend in einem Körbchen. Uriel trug mir auf, ihn an einen sicheren Ort zu bringen. Er sagte mir nichts über das Baby, aber ich wusste, dass es sein Sohn war. Von Zeit zu Zeit fragte er, wie sich das Kind entwickelte. Jetzt scheint es, dass dieser als Bastard geborene Sohn der Erbe des Septimthrones ist, falls er noch lebt. Wo kann ich den Sohn finden? Sein Name ist Martin. Er dient Akatosh in der Kapelle in Quatsch, südlich von hier. Ihr müsst sofort nach Quatsch gehen und ihn finden. Wenn der Feind von seiner Existenz weiß, was äußerst wahrscheinlich ist, dann ist er in schrecklicher Gefahr. Und bitte, lasst es mich wissen, wenn ihr etwas braucht. Ich habe nicht viel, aber ich helfe euch so gut ich kann. Ach, du laberst. So, was brauchen wir denn noch? Findet den Erben. Amulett der Könige. Am sichersten ist es hier bei mir. Sobald ihr mit Martin zurückkehrt, werden wir unseren nächsten Zug überlegen. Gut, was ist Baurus? Ja, freue mich. Okay. Ja, Baurus hat euch richtig informiert. Ich bin der Großmeister der Klingen. Wir dienen dem Kaiser und der Linie der Septim. Talos ist unser Schutzpatron. Ihr wundert euch, mich hier anzutreffen? Verschwiegenheit ist unsere Parole. Nur wenigen unter uns kommt die Ehre zuteil, öffentlich in der kaiserlichen Garde zu dienen. Die Krönung jedes neuen Kaisers ist besiegelt, sobald er mit dem Amulett der Könige die Drachenfeuer im Tempel des einen entfacht hat. Die Drachenfeuer von Akatosh brennen bis zum Tod des Kaisers. Sein Nachfolger entfacht sie dann bei seiner Thronbesteigung erneut. Nun, da Kaiser Uriel tot ist und kein Nachfolger gekrönt wurde, wird der Tempel des einen zum ersten Mal seit Jahrhunderten dunkel bleiben. Na, das klingt ja fröhlich. So, ja, gut, okay. Vergeudet keine Danke. Zeit. Ihr müsst Martin finden, bevor der Feind ihn entdeckt. Ja, ich hätte trotzdem noch ganz gerne irgendeine Waffe oder so. Also das Problem der Waffe, das geht mir nicht aus dem Kopf. Egal. So, dann mal hier. Wo müssen wir hin? Südwesten, da lang. Ach, ich will immer M drücken. Gucken wir mal, wo das denn genau ist. Ah ja, da ist Quatsch. Wir könnten das auch mit Schnellreisen machen. Steingrad. Erstmal warte ich hier, bis Tag ist. Das macht man, glaube ich, mit T, genau. Wir haben es jetzt 9 Uhr. So, 6, 7, 8. 8 Stunden, dann 9. Ach komm, 10 Stunden warten wir hier ab. Klar, Moment. Nee, kann ich hier Quests hinzugefügt? Ich habe das Gerücht gehört, auf einem kleinen.